Ich hab, was ich brauche. Wir sind soweit. Du Hallo. Du gehst also wirklich zu Ray, Kenny? Unglaublich, dass wir ihn gefunden haben. Hallo. Haben wir leider nicht. Sind aber nah dran. Vielleicht hilft er uns ja auch gar nicht. Wenn er diese Daten entschlüsselt, gibt er seine Tarnung auf. Der Typ war ein Whistleblower. Sagtest du nicht, es gäbe Material über Blumen? Es gibt Material zu allem und jedem. Ich glaube, ein radikaler Blumengegner kann da nicht widerstehen. Wenn du Ray findest, was kannst du ihm anbieten? Wir wissen, was passiert, wenn wir graben. Wenn er uns bei der Entschlüsselung hilft, ist er enttarnt. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja. Er legte sich mit Blumen an. Hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. Darf ich jetzt? Okay. Hallo. Ja, ich wollte gerade euch begrüßen und dann fing die liebe Claire auf einmal an zu telefonieren. Beziehungsweise mich anzurufen. Ja, jedenfalls, willkommen zurück. Wir spielen weiter. Wir haben gerade Akt 2 abgeschlossen und ich werde wieder unterbrochen. Fass sie an und ich breche dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz Ohr. Er heißt Raymond Kenny, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Pawnee. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenny ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Wertlos. Ich warne dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen, also halte ich raus. Lass mich machen. Damien klang besorgt. Er will an das Erpressermaterial. Was spielt er für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Moment mal. Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenny ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Nikki in Sicherheit. Okay, einen Moment, wenn der Typ jetzt eigentlich seine Fresse hält, ich muss mal eben ganz kurz die Aufnahme abbrechen. Ich bin übernehmen Kontrolle. So, da bin ich wieder. Ich muss mal so ein bisschen aufpassen. Ich habe irgendwie gemerkt, ich habe, als ich gestern aufgenommen habe, die letzten Videos, habe ich immer so ein Knacken auf der linken Audiospur bemerkt. Und ich dachte, das liegt irgendwie an meinem Headset, dass ich das nur in dem Headset habe und dass es nicht in der Aufnahme ist. Dann habe ich mir die Aufnahme über die Lautsprecher angehört und angesehen. Also hauptsächlich halt angehört, darum geht's mir gerade. Und da habe ich das Knacken auch gehört, und zwar irgendwie übelst laut. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich glaube, das ist so ein Ding mit der Capture Card. Das hatte ich mit der alten auch, nur hier, also nur an der alten war es quasi noch, ich sag mal, schlimmer, aber seltener. Und zwar manchmal habe ich einfach ein Knacken auf einer Audiospur. Bei der alten Karte war das ganz schlimm, aber es war ultra selten. Quasi da hatte ich manchmal, war dieses Knacken extrem schlimm, da musste ich einfach kurz den Rechner neu starten, dann war es weg. Und bei der weiß ich nicht, ich sag mal, bei der ist mir das gestern das erste Mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt öfter kommt und mir es sonst nie aufgefallen ist. Ich muss da mal jetzt so ein bisschen drauf achten, ob das jetzt öfter kommt oder... Weil das Ding ist, ich glaube, ich kann diese scheiß Capture Card auch nicht umtauschen, weil ich die nicht bei Amazon gekauft habe, sondern ich glaube bei... Jakob Electronics oder so ein Scheiß. Weil ich glaube, ich höre dieses scheiß Knacken schon wieder und das würde mich extrem anpissen, vor allem wenn man das auch in der Dings hört. In der Aufnahme. Ansonsten muss ich gucken, woran das sonst liegen könnte. Ob das wirklich an der Capture Card liegt oder ob das vielleicht auch an dem Programm liegt, dass ich vielleicht ein anderes Programm ausprobieren muss. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch am Spiel. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Weil das verunsichert mich jetzt schon so ein kleines bisschen, wisst ihr? Warum ist hier ein roter Punkt auf der Karte? Ist da irgendwas? Na, ist mir nicht auch egal. Ja, jedenfalls, so waren wir. Ich hoffe mal, dieses Knacken ist einfach nicht da. Wenn nicht, müsst ihr mir das dann in den Videos sagen. Ich glaube, ihr werdet da eher drauf reagieren als ich. Ich meine, wenn es euch stört, müsst ihr mir das sagen. Dann versuche ich da irgendwas dran zu machen und versuche mich dann nochmal hinterzuklemmen und das irgendwie halt aus der Welt zu schaffen.
Ich verlasse mich da voll auf euch. Jedenfalls, zurück zum Spiel. Wir haben Akt 2 abgeschlossen. Den längsten Akt aus dem Spiel. Das wundert mich immer noch, warum die Akte? Warum die verschiedenen Akte so eine unterschiedliche Länge haben. Aber jedenfalls, wir haben den längsten Akt hinter uns. Das freut mich ein bisschen. Und jetzt machen wir weiter gleich mit dem kürzesten Akt. Mit Akt 3. Akt 3 hat nur 6 Hauptmissionen. Was ich ein bisschen komisch finde. Aber okay. Es ist halt ein kurzer Akt. Was soll's. Und ich bin gerade ganz froh. Ich habe bisher, glaube ich, noch keinen Knacken gehört. Tut mir leid, dass ich jetzt hier mit diesem Technik-Thema anfange. Ah, Technik. Wer will so ein Scheißer hören? Wir wollen hier zocken. Aber trotzdem, tut mir leid. Ich bin da so ein Technikverrückter überhaupt. Also, ich bin nicht mal technikverrückt, aber ich werde verrückt, wenn Technik nicht funktioniert. Macht das Sinn? Ich hoffe es. Generell, ich bin generell übelst, ich werde übelst nervös und ungeduldig, wenn ich irgendwas von meinen Sachen nicht finde oder wenn irgendwas von meinen Sachen nicht funktioniert. Letztens zum Beispiel, ich habe jetzt, so, glaube ich, seit 2 Wochen, suche ich mein, Super Mario 3D World. Ich finde es nicht. Das Ding ist, ich will es nicht mehr spielen. Es regt mich einfach nur auf, dass ich nicht weiß, wo ich es habe. Das ist das, was mich so aufregt. Nicht, dass ich es nicht spielen kann, sondern dass es einfach nicht in der Hülle ist. Okay, das Komische ist jetzt, ich hatte jetzt eben, glaube ich, gerade wieder so ein leichtes Knacken. Sogar 2-mal. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass es jetzt nicht an der Capture Card liegt, sondern dass es an einem bestimmten Ton vom Spiel liegt oder sowas. Weil es so... Hoppala. Es ist halt so... unregelmäßig, wisst ihr? Ich weiß halt nur, als ich gestern aufgenommen habe, kam dieses Knacken extrem oft. Und jetzt kommt es irgendwie nicht ganz so oft. Ich brauche Netzwerkzugang. Beziehungsweise fast gar nicht. Ich checke das Bonnie-Kontrollzentrum. Dann kann's losgehen. Ich hätte vielleicht nicht übers Wasser reingehen sollen. Hier kann ich mich ja null wehren, merke ich gerade. Heiner? Ja, ich hab die falsche Waffe. Okay. Was? Ich hab mich getroffen? Dein Ernst? Hui, das war knapp. Okay. Ich weiß gerade nicht warum, aber ich hab übelst verschwommene Sicht gerade. Also nicht im Spiel, sondern ich sehe gerade extrem schlecht. Ich weiß nicht warum. Bin ich übermüdet? Ich kann es nicht sagen. Mal gucken, ob das vielleicht noch zu einem Problem wird. Fuck. Könnt ihr euch vorstellen, ich habe bisher immer noch nicht rausgefunden, wie ich mich von einer Mauer lösen kann, von einer Deckung lösen kann. Ich kriege es nicht hin, ich bin zu dämlich. Ich bin dafür ungelogen zu blöd. Spielt Rayman auf dem Handy, ha? Was ist? Ah! Das müssten alle gewesen sein schon, ne? Ach, da oben ist der, okay, alles klar. Ich weiß, wo der Server ist. Haha. Das wieder. Oh Gott, und es geht schon los. Ja, Halleluja. Nee, warte mal. Doch. So. Und so. Und so. Oder auch nicht.
Ich weiß nicht, warum ich es jetzt geschafft habe. Ich habe nicht verstanden, was ich gemacht habe, aber es hat irgendwie geklappt. Ich bin gerade echt nicht so ganz hinter das Geheimnis gekommen, was ich gerade gemacht habe, aber... Hauptsache, es hat funktioniert, wa? Okay. Wir brauchen hier mehr Leute! Ja, klar! Wenn ich einfach ins Wasser springe und ein Boot kapere? Ob ich das hinkriege? Bestimmt, oder? Sollte doch wohl klappen. Da steht sogar eins. Glaube ich. Also, wenn es das ist. Ich erkenne es nicht genau, aber ich glaube, es ist ein Boot. Wäre halt irgendwie am einfachsten, ne? Nö, jetzt nehme ich mein eigenes. Du kannst deins behalten. Ich nehme mein Boot. Unterstützung ist da. Sieh dich nochmal um. Verteilt euch. Warum steht hier einfach so ein Boot? Naja gut. Was soll's, ich nehm's gerne. So. Ich weiß nicht warum, aber warum kann man so übelst einfach mit dem Booten entkommen? Das ist eigentlich irgendwie voll komisch. Mit Booten entkommt man so einfach. Das ist doch nicht normal, oder? Okay. Ups. So viel dazu. Nun zurück. Na, kann ich irgendwas Cooles ausrüsten? Anscheinend nicht. Zurück zu dir, Kenny. Das wollte ich. Ich glaube... Doch, entweder beim Fahren. Was habe ich hier? Verringert die Wahrscheinlichkeit für Reifenpannen. Hatte ich jemals eine Reifenpanne? Und was haben wir hier? Kampf. Erhöhter Fahrzeugschaden mit Schrotflinten. Mhm. Erhöht die Tragekapazität für Sprengstoffe. Aha. Reduziert durch Explosionen den Schaden. Okay, das wäre es vielleicht. Aber sonst noch irgendwas Interessantes hier? Durch den Fokus wird die Zeit verlangsamt. Hä, würdest du das nicht sowieso? Ich dachte, achso, es wird also nur noch mal verlangsamt, oder wie? Warum nicht? Hupsala. Warum nicht? Nehm mal das. Bekanntheitsgradfähigkeiten? Achso, das ist der Multiplayer. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Da. Oh, ist er wieder voll zurück. Komme ich hier irgendwie an der Brücke hoch? Ja, da ist ein Pier. Das sah jedenfalls aus wie ein Pier. War aber keiner. Ups. Deine Kutsche wartet. Danke. Das finde ich toll an dem Spiel. Du kannst einfach direkt ein Auto bestellen. Und vor allem, es kommt sofort. Es ist also, was heißt, es kommt sofort? Es ist sofort da. Nicht wie bei GTA, wo du erstmal irgendwie dein Werkstatt-Fuzzi anrufen musst und der bringt das dann vorbei und du musst ja trotzdem wieder fast eine halbe Minute warten, bis der kommt. Hier kannst du direkt zack, zack und es ist sofort da. Ist das wahrscheinlich? Nun, nein. Ist das praktisch? Ja. Ändert das die Meinung der Leute? Jüngsten Umfragen zufolge nicht. Chicagos Bürger wollen Aiden Pierce im Gefängnis sehen. Lebenslang. Aiden Pierce? Warte mal, seit wann wissen die denn, dass ich dahinter stecke? Habe ich was verpasst? Ich schätze mal, ich habe irgendwas verpasst. Oh, Limonade und Apfelkuchen. Das mit dem Kleinstadt-Charme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen, um sich hier zu verstecken. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. So siehst